Bis zum Start. Teilnehmer ab. Das war der Start zum Preis von der Leopoldstadt. Sehr gut in den Bewerb gefunden hat hier Victory McCall. An der Außenseite auch Elmerhurst Venus. Allerdings parierte hier Victory McCall die Attacke gegenüber seiner Konkurrenz. Jetzt ein Fehler von Manina H. hier im Mitteltreffen. Victory McCall sicherte sich also das alleinige Kommando. Dahinter sieht man Elmerhurst Venus, gefolgt von Webdesign. Dann verweilt Ann Magic hier. Nummer 10, Manina H. Galopp. Teilnehmer praktisch in einer Spur gehalten, so das Geschehen eingangs der Tribünen gerade, wo hier weiterhin Victory McCall an der Spitze thront. Victory McCall mit der Führung betucht, dann sieht man dahinter Elmerhurst Venus, gefolgt von Webdesign, dann Ann Magic, man sieht Andacho vor Sunnyboy TY, Salvatore Venus, Pippi Fine, Speedy Champ und Joy of My Life MS. Jetzt ein Fehler von Sunnyboy TY hier im Mitteltreffen. Weiterhin alle Teilnehmer praktisch in einer Spur. Speedy Champ versucht hier eine Attacke, muss hier zeitweise in die dritte Spur ausweichen. Die Gegenseite ist erreicht unter der Führung von Victory McCall. Victory McCall und Mario Zandarigo kontrollieren hier das Geschehen. Durchgangszeit war bei 1:16,7. Mein Tempolauf an der Spitze von Victory McCall. Armorhurst Venus sieht man in zweiter Position vor Webdesign. Dann kommt hier sehr gut in die Partie Andacho und auch Speedy Champ aus den hinteren Reihen. In Kürze geht es in den Schlussbogen. Webdesign wurde hier zum Angriff beordert. Andacho gut dabei, aber an der Spitze Victory McCall hat sich ein wenig lösen können von der Konkurrenz. Victory McCall hat einen Vorteil von 3-4 Längen auf die Verfolger. In Kürze geht es auf die Endgerade. Victory McCall. Nummer 6, Joy of My Life, MS Galopp. Liegt. Victory McCall hat einen Vorteil von 3 Längen, dann kommt hier vor allem Andacho näher und auch Webdesign, aber Victory McCall an der Spitze. Jetzt ein Fehler vom führenden Victory McCall, Andacho ist voraus. Andacho und Nummer 1, Victory McCall Galopp. Dann war es knapp zwischen Salvatore Venus und Ann Magic.